Hallo und herzlich willkommen, liebe Backfreunde, liebe Weltbildkunden. Ich werde heute mit Ihnen mein Lieblingsrezept, einen Erdbeer-Vanillekuchen backen in einer besonderen Silikonform. Silikonform kennt man ja, aber diese hier hat einen Glasboden. Diese Silikonform gibt es auch in einer kleinen und großen rechteckigen Form. Heute für unseren Kuchen verwenden wir die runde Form. Das Besondere an unserer Silikonform mit Glasboden ist, dass ich den Glasboden nicht einfetten muss. Er ist absolut kratzfest. Ich kann auf diesem Boden schneiden und später auf der Kaffeetafel den Kuchen dekorativ präsentieren. Die Zutaten für den Kneteig habe ich schon mal vorab mit unserer Waage gewogen. Mehl mit Backpulver gemischt, dann Zucker mit Vanillezucker, Butter, Mandeln, ein Ei und Kakaopulver. So, unser Teig ist jetzt fertig geknetet. Den können wir aus der Rührschüssel nehmen. Sie nehmen 2/3 des Teiges ab und drücken das Ganze auf den Glasboden. Es geht ganz schnell mit den Händen. Wir nehmen die Gabel, machen ein paar Löcher in den Boden, damit die Luft besser entweichen kann beim Backen. Es riecht schon ganz lecker nach Schokolade. Jetzt ab damit in den Ofen. Der Kuchen bleibt jetzt bei 180 Grad Heißluft ungefähr 15 Minuten im Backrohr. Während der Kuchen auskühlt, können wir die Vanillecreme vorbereiten. Dazu nehmen wir einen hohen Rührbecher. Sahne, ganz wichtig, eine Vanillecreme aus dem Supermarkt, geben Sie gleich in den Rührbecher, füllen die Sahne hinzu, ist ganz wichtig, eben Sahne und nicht Milch, insgesamt brauchen wir einen halben Liter, hier nochmal 100 Milliliter abwiegen, so, gut. Und ungefähr eine Minute das Ganze schlagen. Die Creme ist nun fertig, ist fest geworden, wie man sieht. Und jetzt können wir die Creme in den erkalteten Boden reinfüllen. Die Creme wird reingestrichen gleichmäßig. Die Creme ist jetzt schon auf dem Boden verstrichen. Es ging ganz wunderbar mit einem Spatel. Fertig. Und jetzt können wir die Früchte auf der Creme verteilen. Jetzt nehmen wir den Tortenguss und schütten ihn einfach über die Erdbeeren. Der Tortenguss ist drin. Fertig. Jetzt muss er nur noch auskühlen und bevor Sie ihn in den Kühlschrank stellen, lassen Sie ihn noch ca. 10 Minuten oder 15 Minuten außen stehen, sonst ist es zu heiß für den Kühlschrank. Der Kuchen war jetzt 2 Stunden im Kühlschrank, ist nun erkaltet und die Silikonform können wir nun entfernen. Hier ist ein schwarzer Verschluss, den ziehen wir hoch und entfernen ganz einfach diesen Silikonrand. Wie man sieht, ein wunderbarer Rand. Es bleibt nichts kleben. Wunderbar. Das Rezept nochmal können Sie gerne herunterladen bei Weltbild Online. Und noch zu den Silikonformen. Sie sind natürlich absolut hitzebeständig, kratzfest, Spülmaschinen geeignet und auch Mikrowellen geeignet. Und Sie können sie einfrieren. Viel Spaß beim Nachbacken und Genießen!